Hallo, ich heiße Katlin Keller und heute werde ich euch mein Team vorstellen. Ich habe ein sehr großes Team. Dadurch, dass wir natürlich einen eigenen Stall haben und ich auch im Betrieb meiner Eltern quasi selbstständig bin, gehören natürlich meine Eltern dazu, meine Trainer Manuela und Dolf. Und so wie unseren Angestellten, da haben wir auch noch 4 Leute, die mich bei meiner täglichen Arbeit unterstützen. Natürlich eine sehr große Bedeutung, weil es natürlich auch meine Familie ist, aber gleichzeitig eben auch meine Trainer sind und mich wirklich von klein auf immer unterstützt haben und mich trainiert haben. Und ich denke mal, ohne die beiden wäre ich nicht das, was ich heute bin. Natürlich ist das immer so, dass jeder auch seine eigene Idee und Meinung hat und ich denke mal, es ist ganz wichtig, weil das macht das nachher auch aus. Wenn wir alle immer nur in die gleiche Richtung denken würden, dann bleibt man ja irgendwann stehen. Und ich denke, deswegen funktioniert es ganz gut. Also wir sind am Schluss, haben wir immer das gleiche Ziel und den Wege, die kombinieren wir miteinander und am Schluss kommen wir da an, wo wir eigentlich hin möchten. Na klar, überlegt man sich immer, was will man für Wege einschlagen oder wo will man hingehen, so wie ich das eben auch die Idee habe, ob ich irgendwann mal Richtung zu meinem Freund gehe, aber ich würde es wirklich nie ohne meine Eltern machen. Also selbst wenn ich räumlich nicht mit ihnen hier zusammen wäre, würden wir immerhin weiter trainieren, uns immer austauschen und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil wir haben genau die gleiche Philosophie, die gleiche Idee und ich denke mal, das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt dabei und so jemanden oder so eine Partnerschaft auch wiederzufinden. Abgesehen, dass es eben Familie ist, ist, denke ich, auch nicht so leicht. Und daher würde ich immer mit meinen Eltern versuchen, weiterhin zu arbeiten und das zusammenzuhalten. Alexander Hinz. Der gehört natürlich auch zum Team, nicht nur hier reiterlich zum Stall, sondern der ist natürlich gehört mit zur Familie, eben mein Partner. Und der ist natürlich eigentlich mit meinem wichtigstes Standbein, wenn so in meinem Leben, da er nicht natürlich in jedem Situation, die ich eben versuche zu meistern und zu machen, mich überall unterstützt und wir eben eine sehr, sehr gute Partnerschaft haben und dadurch denke ich, ist er einer der wichtigsten Teile des Teams. Also sehr wichtig für mich ist immer auch, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich mich eben natürlich auch persönlich sehr gut mit denen verstehe, weil ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiger Standpunkt, dass man denen vertraut. Und ich bin eben eine sehr Perfektionistin, kann man schon sagen, also ich wirklich möchte, dass es meinen Fans sehr, sehr gut geht und dadurch brauche ich Leute, mit denen ich zusammenarbeiten kann, die gleiche Idee haben wie ich. Und ich denke, im Moment habe ich eben wirklich ein sehr, sehr gutes Team dabei, die genau das gleiche oder genauso sehen wie ich. Und dadurch ist das sehr einfach, dass ich eben nicht viele Sachen immer sagen muss, sondern eben auch Sachen gemacht werden oder auch verstanden werden. Auch wenn manche, ja, wenn ich immer schon wieder mit meinen neuen Ideen komme, wie eben mit meinem Heubedampfer, dass dann eben auch grinsen sie schon ein bisschen und denken so, oh, Katlin kommt wieder mit ihren Ideen. Aber im Endeffekt finden sie es gut und unterhalten sich auch dann mit mir drüber und sagen, Mensch, eigentlich ist das eine tolle Idee und haben selber auch noch Ideen dabei. Und ich finde, das macht das Team nachher besonders und gut. Ich denke mal, als Leistungssportler oder Reiter beziehungsweise eben als Mensch hat man eben ganz viele Ziele und ja, ich kann es gar nicht so sagen, weil im Endeffekt kommt es aufs Pferd drauf an, es kommt auf mich drauf an, ob ich fit bleibe und das Pferd und ich denke mal, die Zukunft wird mir zeigen, wo es noch hingeht und was für uns alles noch möglich gemacht wird. Für jeden Reiter ist es toll, wenn man ein Championat reiten darf oder wenn man besondere Turniere reiten darf. Natürlich möchte ich das auch gerne, aber ich habe kein besonderes Ziel, dass ich sage, jetzt den und denen das Turnier muss unbedingt sein, weil ich halt nie weiß, was auf mich zukommt. Also ich werde immer planen und schauen und versuchen eben auch die Turniere teilzunehmen und eben auch auf Championate vorzubereiten. Aber ob es gelingt oder wie es ist, das werden mir die Pferde zeigen und wird mir die Zukunft zeigen, wie es aussieht.